Schau mal, das ist ein LKW. So wie man ihn kennt, mit den typischen dicken Plastikplanern. Eine Frage, die dazu allerdings gestellt werden muss, was passiert, wenn sie aussortiert werden? Sie werden beispielsweise verbrannt und verpesten damit die Umwelt. Dazu sagen wir Stopp. Soweit wollen wir es erst gar nicht kommen lassen, denn genau an dieser Stelle möchten wir mit unserer Firma ansetzen und dieses Ganze, dass man alte Rohstoffe, obwohl sie eigentlich noch verwendbar sind, nicht einfach wiederverwendet, sondern weil es billiger ist, sie verbrennt und damit in Kauf nimmt, dass ganz viele Treibhausgase in die Atmosphäre freigelassen werden. Also wir sind 5 Schülerinnen und Schüler des Eichenholt-Gymnasiums in Berlin und wir setzen uns für den Umweltschutz ein. Hi, ich bin Ben. Ich bin Emily. Ich bin Leo. Ich bin Theresa. Und ich bin Ryan. Und wir haben uns gedacht, dass wir eigentlich genug davon haben, dass alte Rohstoffe sofort weggeschmissen werden, obwohl man sie eigentlich noch verwenden könnte. Und dagegen wollen wir etwas tun, indem wir uns genau diese alten LKW-Plan nehmen. Also Plantmate, vielleicht kann man schon ein bisschen draus hören, dass sich das ein bisschen von Handmade abguckt sozusagen. Also dadurch, dass wir alles per Hand herstellen, mit der Nähmaschine zum Beispiel, also hauptsächlich, kommt halt dieses Handmade und dadurch, dass wir hauptsächlich LKW-Plan aus PVC benutzen, haben wir halt davor noch das P von Plane gepackt und ein bisschen hört man vielleicht auch raus, dass dieses Plant-Made halt was mit Plant, also der im englischen Wort Plant für Pflanze zu tun hat und das soll halt ein bisschen so unsere Verbundenheit zur Natur widerspiegeln und dass wir uns halt für den Umweltschutz einsetzen möchten. Ich denke, dadurch, dass sich ja die LKW-Plan dauernd ändern, weil zum Beispiel die Werbung anders sein muss oder weil einfach nur ja, halt ein neues Design her muss, gibt es halt super viele unterschiedliche Designs und LKW-Farben und deswegen ist auch jede unserer Taschen halt einzigartig und das ist so ein Alleinstellungsmerkmal für jede Tasche. Hauptsächlich ist natürlich an erster Stelle die Nachhaltigkeit, was ja auch so ein bisschen unsere Vision ist, dass wir halt was zum Umweltschutz dazu beitragen möchten. Und des Weiteren sind die Taschen robust, wasserfest und nebenbei halt auch noch stylisch. Das hier wäre zum Beispiel eine Tasche von uns. Hier sieht man, der Stoff zum Beispiel besteht jetzt aus einer Gewerbeplane. Die besteht auch aus PVC, genauso wie unsere LKW-Plan auch. Und als Henkel hier haben wir eben alte Autogurte benutzt. Die sehe ich super eigen, weil sie natürlich von Natur aus oder von der Industrie aus robust sein müssen. Und dadurch, dass sie halt so breit sind, ist es auch echt angenehm, die zu tragen. Sie ist sowohl zum Einkaufen sehr gut geeignet, weil wir ein Maximalgewicht von ungefähr 30 Kilogramm haben. Zudem kann man sie auch einfach vielleicht mit ins Schwimmbad nehmen, wenn die Sachen halt nicht nass werden sollen oder wenn man einfach nur so halt wohin geht, zum Beispiel zum Lernen und ein paar Bücher mitnehmen möchte, ist eigentlich keine Grenzen gesetzt.